Another one over there. Hamas-Chef Yihya al-Sinwar ist bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Das bestätigte Israels Außenminister Israel Katz. Sein Tod schürt nun Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in Gaza. Alle Entwicklungen zum Krieg im Nahen Osten im Ticker. Drohne aus dem Libanon in der Nähe von Netanjahus Haus eingeschlagen. 8:53 Uhr. Eine im Libanon gestartete Drohne ist nach Angaben des israelischen Militärs in ein Gebäude in der Stadt Caesarea eingeschlagen, wo auch ein Wohnhaus von Regierungschef Benjamin Netanyahu liegt. Laut eines Sprechers der israelischen Regierung galt der Angriff dem Ministerpräsidenten. Netanyahu und seine Frau waren aber zum Zeitpunkt der Attacke nicht zu Hause. Israelischen Medienberichten zufolge war zunächst unbekannt gewesen, ob sich Netanyahu zur Zeit des Angriffs in dem Küstenort am Mittelmeer aufgehalten hatte. Nach Armeeangaben wurde niemand verletzt. Zwei weitere unbemannte Flugobjekte wurden demnach abgefangen. Luftalarm gab es auch in der weiter südlich gelegenen Küstenmetropole Tel Aviv. Dort sei eine Drohne im Anflug auf den Stadtteil Glilut gewesen, wo das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und eine andere Geheimdienstzentrale liegen. Die Sirenen heulten nach Armeeangaben auch in zahlreichen Orten Nordisraels, wie etwa der Stadt Tiberias am Westufer des Sees Genesaret. Israel braucht dringend Exit-Strategie. 6 Uhr. Israel braucht in seinem Mehrfrontenkrück dringend eine Exit-Strategie,
argumentiert die österreichische Tageszeitung Die Presse. Auf Dauer kann Israel den Mehrfrontenkrieg nicht aufrechterhalten, weder militärisch noch diplomatisch. Netanyahu sollte nach den Erfolgen der jüngsten Zeit nicht hochmütiger Selbstüberschätzung erliegen, sondern rechtzeitig die Ausfahrt aus den Kriegen erwischen. Er hat die Hamas und die Hisbollah beträchtlich geschwächt, ihre vollständige Vernichtung wird allerdings kaum gelingen. Im Gegenteil, Krieg treibt den Radikalen vermutlich eine neue Generation von Fanatikern zu. Israel braucht eine Exit-Strategie. Doch es hat noch immer keinen Plan, wer nach einem Ende des Krieges die Macht in Gaza übernehmen soll. Es wird höchste Zeit dafür. Türkischer Außenminister bekundet Hamas nach Tötung von Sinwar sein Beileid. 2:50 Uhr. Nach der Tötung von Hamas-Chef Yahya Sinwar hat der türkische Außenminister bei einem Treffen mit Vertretern der radikal-islamischen Palästinenserorganisation sein Beileid bekundet. Außenminister Hakan Fidan habe am Freitag den Präsidenten des Schura-Rates der Hamas, Ismail Darwish, sowie Hamas-Politbüromitglieder empfangen, denen er sein Beileid für den Märtyrer Yahya Sinwar aussprach, erklärte Fidans Ministerium. Palästinenser. Mindestens 30 Tote bei israelischem Angriff in Gaza. Samstag, 19. Oktober, 1:30 Uhr. Bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien 20 Frauen und Kinder, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Mehr als 50 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf die Stadt Jabalia verletzt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Die israelischen Streitkräfte äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht. Israelische Armee. 2 Bewaffnete aus Jordanien erschossen. 22:56 Uhr. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Feuergefecht 2 Bewaffnete aus Jordanien südlich des Toten Meeres erschossen. Nach einem möglichen dritten Bewaffneten, der geflohen sei, werde gesucht. Dem Militär zufolge waren die Terroristen aus Jordanien kommend nach Israel eingedrungen. 2 Israelis wurden leicht verletzt, wie die Zeitung Times of Israel berichtete. Die Angaben der Armee zu dem Zwischenfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der örtliche Ableger der Muslimbruderschaft in Jordanien reklamierte den Angriff später für sich. Er sei eine Reaktion auf die Brutalität der Zionisten, hieß es in einer Erklärung der Bewegung. Sinwars Tod schürt Hoffnung auf Ende des Kriegs in Gaza. 6:29 Uhr. Die Regierungen Israels und der USA sehen nach der Tötung des Hamas-Anführers Yihya al-Sinwar im Gazastreifen größere Chancen auf ein Ende des seit über einem Jahr andauernden Kriegs in Nahost. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichnete die Tötung des meistgesuchten islamistischen Terroristen der Region als Meilenstein. Ob sich die Hoffnungen auf eine Deeskalation nach Monaten des Kriegs mit der Hamas im Gazastreifen und der mit ihr verbündeten Hisbollah im Libanon wirklich erfüllen, erscheint aber fraglich. Dies ist der Beginn des Tags nach Hamas, sagte Netanyahu in einer Videobotschaft an die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen. Die Menschen in dem abgeriegelten und vom Krieg schwer gezeichneten Küstengebiet sollten sich endlich befreien von der seit Jahren währenden Unterdrückungsherrschaft der Hamas. Auch US-Präsident Joe Biden sagte, nun könne die Chance auf einen Tag danach im Gazastreifen ohne die Islamisten an der Macht ergriffen werden. Für eine politische Lösung, die sowohl Israelis als auch Palästinensern eine bessere Zukunft biete, sei Sinwar ein Hindernis gewesen. Hisbollah kündigt neue eskalierende Phase in Konflikt mit Israel an. Freitag, 18. Oktober, 1:22 Uhr. Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat eine neue Eskalationsstufe in ihren Kämpfen gegen Israel angekündigt. Die mit der radikal-islamischen Hamas verbündete Gruppe erklärte am Donnerstag, sie kündige den Übergang zu einer neuen und eskalierenden Phase in der Konfrontation mit dem israelischen Feind an, die sich in den Entwicklungen und Ereignissen der kommenden Tage widerspiegeln wird. Die Ankündigung erfolgte nach der Meldung des israelischen Militärs, den Hamas-Chefs Yahya Sinwar getötet zu haben. Die Erklärung der Hisbollah erwähnte Sinwar jedoch nicht. Hunderte Kämpfer seien darauf vorbereitet, jeden israelischen Bodeningriff auf südlibanesische Dörfer abzuwehren, fuhr die Hisbollah fort. Die Raketenangriffe der Hisbollah würden von Tag zu Tag weiter eskalieren. Dabei kämen nun auch erstmals präzisionsgelenkte Raketen zum Einsatz. Scholz.
Sinn war für schlimmste Verbrechen verantwortlich. 23 Uhr und 28 Minuten. Nach der Tötung des Anführers der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Yihya al-Sinwa, hat Bundeskanzler Olaf Scholz darauf hingewiesen, dass der Extremist schlimmste Verbrechen begangen hat. Für den furchtbaren, brutalen, menschenverachtenden Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, die getötet, vergewaltigt und auf schlimmste Weise menschlich erniedrigt worden sind, sei Sinwa der Verantwortliche, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Über die Frage, ob die Befreiung der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas nun leichter oder schwieriger werde, wollte Scholz keine Spekulationen anstellen. WHO: Israel verwehrt Nothilfespezialisten Zugang zu Gaza. 23 Uhr und 23 Minuten. Israel hat medizinischen Spezialkräften, die zur Unterstützung von Kliniken in den Gazastreifen wollten, nach UN-Angaben die Einreise verweigert. Insgesamt seien seit August 8 Organisationen und gut 50 spezialisierte Einsatzkräfte betroffen gewesen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO auf Anfrage. Die Spezialistinnen und Spezialisten hätten unter anderem Kliniken das European-Gaza-Krankenhaus oder das Nasser-Krankenhaus bei der Thorax- und Herzchirurgie, die orthopädische und allgemeine Chirurgie sowie der plastischen und vaskulären Chirurgie sowie der psychologischen Betreuung des Gesundheitspersonals unterstützen sollen, so die WHO. Nach Informationen von CNN gehört zu den Organisationen, die Israel nicht mehr in den Gazastreifen reisen lässt, die gemeinnützige amerikanische Organisation Palestinian American Medical Association zur Unterstützung von Palästinensern. Es sei das erste Mal gewesen, dass Israel ganzen Organisationen die Teilnahme an solchen Unterstützungseinsätzen verweigert habe. In der vergangenen Woche habe ein Viertel weniger an Operationen durch Unterstützertümen stattgefunden. Nur 17 der 36 Kliniken und nur 43 der ärztlichen Praxen seien teilweise arbeitsfähig. Deshalb sei die Hilfe dieser Teams von außen unersetzlich, so die WHO. Sie verlangte vollen Zugang für die Nothilfeteams. Another one over there. Good.
Another one over there. Oh, shit.
Another one over there.